Oberflächliche Müllansammlungen in Gewässern und zu Land sind oft schon von Weitem zu erkennen. Wie aber kann man die Zusammensetzung dieser Abfälle ermitteln, noch bevor sie eingesammelt wurden? Hier kommt künstliche Intelligenz ins Spiel. Mithilfe von Deep Learning-Methoden werden Bilder ausgewertet und unterschiedliche Müllklassen wie Plastikflaschen, Metalldosen oder Kartons klassifiziert. In einem ersten Schritt untersucht das System ein sogenanntes Convolutional Neural Network, kurz CNN, wo Müll, Vegetation oder aber Wasser zu sehen sind. Hierzu wird das aufgezeichnete Video- und Bildmaterial rasterförmig aufgeteilt. Die KI klassifiziert den einzelnen Bildausschnitt mit Hilfe von Merkmalen wie Farben oder Kanten. In unserem Beispiel wird der Bildinhalt vorwiegend als Müll erkannt und dementsprechend farblich markiert. So wird die gesamte Aufnahme mit Klassen versehen und der prozentuale Müllanteil im Bild ermittelt. Um zu erkennen, welche Abfälle sich zu welchem Anteil im Müll befinden, wird der gekennzeichnete Bereich noch genauer unterteilt. Diese Bildausschnitte werden von einem zweiten CNN analysiert und die Abfallsorten ausgewertet. Sehen wir uns genauer an, wie so ein Convolutional Neural Network funktioniert. Damit ein neuronales Netz zuverlässig korrekte Ergebnisse liefert, muss es zuvor trainiert worden sein. Die Basis für das Training bilden ein passender Datensatz sowie die initial manuelle Klassifizierung einer Auswahl an Bildern. Mehrere Durchläufe und Anpassung der Architektur führen zu bestmöglichen Trefferquoten. Ist das neuronale Netz erst einmal trainiert, kann es in hoher Geschwindigkeit sehr große Mengen an Bildern untersuchen und klassifizieren. Und es wird bei jedem Durchlauf immer besser. Um Bildinhalte zu erkennen, geht ein CNN folgendermaßen vor. In mehreren Sequenzen durchlaufen Filter, auch Kernel genannt, das Ursprungsbild und übersetzen es in sogenannte Feature Maps. Jede dieser Feature Maps kann ein anderes Merkmal stecken. Beispielsweise sucht ein Filter nach geraden Kanten, ein anderer nach einer Farbe und wiederum ein anderer nach einer bestimmten Textur. So werden in mehreren Schichten immer mehr Charakteristiken aus dem Bild gefiltert und Informationen gebündelt. Manche dieser Eigenschaften sind je nach Klasse relevanter und werden daher auch mit einer höheren Gewichtung bewertet. Diese Analyse führt schließlich zu einem eindeutigen Ergebnis. Unser Beispiel zeigt zu 99,8% eine Plastikflasche. Da das CNN mit einer Vielzahl von Bildern trainiert wurde, erkennt es das Objekt aus verschiedenen Blickwinkeln in verschmutztem oder deformiertem Zustand. Die Analyse der einzelnen Bereiche ergibt eine aufschlussreiche Aufteilung des Mülls. Mit diesen Ergebnissen kann beispielsweise die Wirksamkeit getroffener Maßnahmen zur Müllvermeidung überprüft werden.